Bahnmanager-Video heute im Gespräch. Wieder einmal, wie ich mit Freude sagen darf, mit Herrn Nikutta, dem obersten Chef von Alstom Deutschland. Und wir hatten uns ja gesehen, als Sie gerade freudestrahlend, heute auch, aber dort auch schon sehr den ersten, weltweit ersten funktionierenden und gut funktionierenden wasserstoffbetriebenen Zug Ihres Hauses vorstellten. Jetzt sind wir hier beim Dach der offenen Tür in Ihrer Zentrale in Salzgitter. Sie haben ein wunderbares Wetter besorgt und der Wasserstoff wird gleich wieder hinter uns fahren, aber wir haben noch einen anderen Zug hier. Ja, was ist in letzter Zeit, seit unserem letzten Treffen passiert? Da ist einiges zu berichten, ja? Ja, sehr vieles passiert erstmal. Es freut mich sehr wieder für den Bahnmanager, dass Sie wieder hier sind. Wir haben ja vor, das war glaube ich ein Jahr, über den Wasserstoffzug unseren Elend gesprochen. Seitdem, seit einem Jahr, fahren die beiden Vorserienzüge sehr, sehr erfolgreich in Bremervörde im ganz normalen Fahrgastbetrieb. Man muss einfach nur ein Ticket haben und kann einsteigen. Jetzt nach einem Jahr untersuchen wir die Züge, um noch mehr zu lernen, bevor wir mit der Serienproduktion beginnen. Und zu dieser Zeit freut es mich umso mehr, dass wir einen der beiden Züge heute hier haben in Salzgitter in Niedersachsen, um unseren Mitarbeitern, den Familien der Mitarbeitern, aber auch natürlich Freunden und Nachbarn diesen Zug auch einmal vorstellen zu können und zeigen zu können. Leider ist er gerade unterwegs, er fährt auf dem werkseigenen Gleis, macht er die Probefahrten. Und man muss sagen, ein voller Erfolg. Der Zug fährt einfach zuverlässig und völlig unauffällig. Und hier bilden sich lange Schlangen, um bei der nächsten Fahrt dabei zu sein. Er hat leider nur 150 Sitzplätze. Das heißt, die erste Runde war schnell voll. Und wir wollten die Leute dann doch nicht stehen transportieren. Selbstverständlich. Was ich sagen muss, Sie haben das auch pfiffig gehandhabt, dass Ihr Vorzeigezug jetzt quer durch alle deutschen Lande fährt. Das heißt, Sie müssen ja auch durchaus sicher sein, dass nun unabhängig von der jeweiligen Streckentopografie der erstmal überall hineinpasst in die Kurven und Steigung, was es so gibt. Und wie ist so die Resonanz in den Regionen? Also tatsächlich, Sie haben das zu Recht gesagt, unser Zug hat eine allgemeine Zulassung in Deutschland und er darf auf jeder Strecke in Deutschland fahren. Das gibt ihm eine unglaubliche Flexibilität. Da er mit einer Wasserstofftankfüllung 1000 Kilometer fahren kann, sind wir also wirklich flexibel. Und nachdem der Zug in Nordniedersachsen erfolgreich fuhr, haben viele gesagt, kann der auch Berge oder kann der nur norddeutsches Flachland? Und da habe ich einfach gesagt, sagt uns, wo wir fahren sollen. Wir kommen und fahren dort. Und das haben wir gemacht. Das haben wir im Winter gemacht. Da sind wir im Schwarzwald gefahren. Wir waren im Thüringer Wald. Wir waren in Nordbayern. Wir waren im Berliner Raum. Überall, wo ein Betreiber gesagt hat, Mensch, könnt ihr nicht mal auch zeigen, dass der Zug bei uns fahren kann? Sind wir einfach gekommen und haben gezeigt, dass es geht. Wir mussten überhaupt keine besonderen Vorkehrungen machen. Der Zug ist anzugstärker als sein Bruder, der Diesel-Lind, und der ja auch überall in Deutschland fährt. Das heißt, dieser Zug kann überall einfach fahren. Wir prüfen auch gerade, ob wir nicht auch solche Einsätze im benachbarten Ausland machen, weil die Anfragen sind sehr, sehr groß. Da müssen wir die deutsche Zulassung erweitern, aber das ist ja kein Problem bei einem Standardzug. Und die Resonanz ist gigantisch, denn überall stehen die Leute, fotografieren ihn. Ich werde nie vergessen, als wir in Thüringen unterwegs waren, wo man praktisch keinen Wald mehr sah über Kilometer, weil alles voller Zugfreunde war, die diesen weltweit ersten Wasserstoffzug, unseren Elend, sehen wollten. Das bewegt schon sehr emotional und das macht auch stolz. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, im Ausland, ich meine, der Bedarf ist ja jetzt überall vorhanden, ja. Wegzugehen von der Verschmutzung durch Diesel. Diesel als Antriebsstoff wird auch teurer. Batterien, ja, müssen auch geladen werden. Da weiß man aber inzwischen auch etwas, dass die Herstellung der Rohstoffe, genau, und der Batterien als solche sehr energieintensiv und nicht unbedingt ökologisch ist. Also insofern scheint das ja in der Tat die am meisten passende Antwort auf unsere klimatischen und verkehrstechnischen Anforderungen zu sein. So sehen wir das ganz klar auch, denn gerade wenn man ein Fahrzeug für große Reichweiten braucht, gibt es nach unserer Überzeugung praktisch keine Alternative zum Wasserstoff, wenn man von der Verbrennung weg möchte. Ein Dieselzug ist immer noch deutlich besser, als wenn die Menschen mit dem Auto fahren. Deshalb der Diesel ist im Zugbereich
auch so schlecht nicht, aber die Zeit des Fabanenas wird irgendwann enden. Und dennoch, wenn man große Distanzen überbrücken will, muss es praktisch Wasserstoff sein. Und das Ziel ist natürlich, dass der Wasserstoff ökologisch erzeugt wird, beispielsweise aus Windkraft. Ein Beispiel, eine Windkraftanlage an Land erzeugt im Jahresdurchschnitt genug Energie, um 5 Wasserstoffzüge permanent zu betreiben. Das heißt, wir sehen, auch da sind wir sehr, sehr effizient. Und heute ist ein Windrad in der Regel nur 1/3 der Zeit produktiv. Die übrigen 2/3 muss es abgeregelt werden, weil Strom muss ja in dem Moment verbraucht werden, wenn er erzeugt wird. Das ist natürlich nicht unbedingt der Fall, wenn gerade der Wind weht. Das heißt, nur 1/3 ist ein Windrad produktiv im Schnitt. Die übrigen 2/3 kann es beispielsweise einfach Wasserstoff erzeugen, ökologischen Wasserstoff, der dann in den Zug getankt werden kann. Das ist also eine perfekte, umweltfreundliche Möglichkeit. Wo Sie eben erklärten, Sie können quer durch alle Lande fahren. Das ist ja eine Sache, die bedeutet, dass Ihre Banane quasi schon ein bisschen gelb geworden ist, weil man ja in der Eisenbahn oftmals in letzter Zeit sagt, in schneller Folge kommen immer neue Produkte, die aber noch nicht ganz ausgereift sind. Und wenn man leider hört von manchen Produkten, ach, entweder die Türsteuerung irgendwie klappt nicht oder eben immer wieder Softwareprobleme, da muss ein neuer Upgrade, obwohl man den hätte ja gleich einbauen können, verstehe ich dann leider auch nicht ganz. Bei Ihnen geht das Geräusch schon dazu? Und ehrlicherweise sind wir sehr stolz darauf. Wir haben beispielsweise vor 10 Tagen unsere Zulassung bekommen, die wir für Kundenfahrzeuge benötigen, die im Dezember in den Einsatz gehen. Ich hatte die Ehre, diese Woche in Baden-Württemberg auf der Höllentalbahn eine Probefahrt mit dem Minister Herrmann zu machen und ihm zu sagen, hier, das ist der Zug, den ihr von uns im Dezember bekommt. Übrigens, alle Züge sind gebaut und zugelassen. Wir haben euch schon die ersten gegeben. Wir sind fertig, natürlich pünktlich, denn Alstom ist sehr stolz darauf, dass wir unsere Züge pünktlich und in geprüfter Qualität liefern. Aber genau deshalb machen wir auch sowas wie mit dem Wasserstoffzug. Wir haben 2 Vorserienzüge gebaut, die schon sehr, sehr gut funktionieren, sehr zuverlässig sind. Dennoch lernen wir natürlich in dem Betrieb Dinge, die wir noch ändern müssen, kleine Stellschrauben, damit, wenn wir die Serienzüge bauen für Niedersachsen 14 Stück oder für den Frankfurter Auftrag, dass wir dann Züge liefern können, die zu 100% sicher perfekt funktionieren. Das unterscheidet uns von anderen Herstellern. Wir legen da sehr viel Wert auf Termintreue und Qualität. Das hat aber etwas damit zu tun, dass man nichts dem Zufall überlässt, sondern Dinge vorher ausprobiert, überprüft und sicherstellt, dass es funktioniert. Dann klappt es auch mit der Zulassung. Stichwort vorher, haben Sie sehr klug gesagt. Ja. Sie haben ja gleich 3 Regionalbetriebe jetzt ausgeliefert und an allen offensichtlich das rechtzeitig oder vorpünktlich geschafft mit den Zulassungen. Da haben Sie ja nicht ohne Grund mit Freude in der Öffentlichkeit erklärt, das ist nicht üblich in der Branche. Ne? Das ist auch so, darauf sind wir stolz. Wir liefern alle Züge pünktlich. Wir haben im letzten Jahr 160 Züge ausgeliefert und wir hatten einen Zug, nämlich den ersten, der 2 Tage verspätet war für das Dieselnetz Sachsen-Anhalt. Ich habe 4 Wochen vorher den Abellio-Chef, unseren Kunden, angerufen und habe gesagt, der erste Zug kommt etwas später. Ja, die Frage war, wie lang? Die Antwort war 2 Tage. Da wusste er gar nicht, weshalb ich ihn angerufen hatte. Ja, im Verhältnis zu den üblichen Verspätungen bei anderen solchen Fällen ist das wahrscheinlich wirklich vernachlässigbar. Ne? So ist das. Aber wenn ich Ihren Blick einmal rüberwerfen lassen darf, ja. Da kommt unser Wasserstoffzug, der Island. Und Sie sehen erstmal, er ist natürlich geräuschlos. Er ist ja ein elektrischer Zug. Wäre das Wetter diesiger, würde man ganz leichten Dampf aus den Brennstoffzellen sehen. Bei dem heutigen schönen Wetter natürlich nicht. Der Wasserdampf diffundiert sofort in der Luft. Auf dieses Fahrzeug, das Konzept dieses Fahrzeugs, sind wir enorm stolz. Denn das ist Mobilität der Zukunft. Er kann dort eingesetzt werden, wo sonst Dieselzüge fahren, wo keine Oberleitung hängt. Er ist zuverlässig im Betrieb und absolut umweltfreundlich. Keinerlei Emissionen, kein CO2. Gar nichts. Das macht ihn in meinen Augen tatsächlich bahnbrechend.
Sie hatten ja eben auch das Stichwort Serienproduktion genannt. Mal angenommen, es wird jetzt eine große Anfrage kommen. Wir möchten jetzt sofort gleich 100 Stück haben oder so. Ist das denn auch etwas, was Sie bereits so weit haben, dass Sie daraus dann große Stückzahlen machen können? Oder müsst ihr dann extra Hallen bauen oder so? Nein, also wir sind vorbereitet, auch große Serien machen zu können. Tatsächlich, das können wir, das zeigen wir auch jeden Tag aufs Neue. Ich will nicht verhehlen, schwieriger sind sehr kleine Aufträge mit vielen Sonderwünschen, wenn man dann sehr viel Aufwand in ein oder zwei Züge steckt. Das ist eher eine Herausforderung für uns, aber auch größere Aufträge können wir ohne Probleme abwickeln. Zum Abschluss eine Frage als Berliner. Ich weiß, Sie können da nicht viel zu sagen, aber bei mir vor der Haustür läuft die U-Bahn-Linie 9 und mir wurde jetzt erklärt, wenn wir durch unsere Schwierigkeiten mit der U-Bahn-Fahrzeuge-Ausschreibung jetzt Termine nicht weiterkommen, dann wird die U9 gestrichen, die Fahrzeuge müssen umgesetzt werden. Also es gibt offenbar Riesenprobleme mit dem jetzt nicht mehr so ganz up-to-date U-Bahn-Fahrzeugen. Die Ausschreibung war offensichtlich nicht so, dass Sie als Mitbewerber damit zufrieden waren, dann nicht zum Zuge zu kommen. Ich würde ja gerne von Ihnen so pünktliche Fahrzeuge kriegen. Wie mag denn der zeitliche Ablauf jetzt sein, wenn in so einem Verfahren noch nicht die Entscheidung endgültig klar ist? Wer das dann machen darf? Also erstmal bitte ich um Verständnis, dass ich natürlich zu einem laufenden Verfahren wenig sagen kann, aber dass eine juristische Überprüfung des Verfahrens angestoßen wird, ist ehrlicherweise nicht unüblich bei so großen Volumina. Deshalb gehen wir davon aus, dass das natürlich im Gesamtzeitplan des Prozesses berücksichtigt war. Es gehört tatsächlich eher dazu und wir lassen das Verfahren juristisch überprüfen. Aber Sie drücken mir die Daumen, dass meine U9 weiterfahren kann. Vielleicht mit Ihren Fahrzeugen. Okay. Ich danke Ihnen.